Noch laufen wir, bald benutzen wir das Jetpack. Wenn wir das dann gemacht haben, dann können. Und das wird ja nur wirklich richtig modifiziert sein, wenn man wirklich Zeit investiert hat ins Spiel. Also das Spiel belohnt uns ja dann quasi. Dann kann man wirklich sagen, oh, wir haben schon so viel geschafft. Du schon wieder? Scrappy schickt mich, ich muss zu Fenris. Und was sollst du Fenris ausrichten? Das sage ich ihm schon selbst. Ich will es aber hören. Halt mich nur weiter auf, wenn dir die Eisenmine egal ist. Sag das doch gleich! Mann, 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 Mann! Bevor ich dich durchlasse, erkläre ich dir die Regeln. Du kannst dich im Fort frei bewegen. Ausnahme ist das obere Viertel. Dort dürfen nur ausgesuchte Personen hin. Ach ja, das gab's auch oft, schon bei Piranha Bytes, das obere Viertel. Beklaust du uns? Kümmern sich die Gothic 1, da war es die Burg. Fängst eine Prügelei an, kümmern sich die Wachen um dich. Und wenn du jemandem ein Messer an die Kehle hältst. Ich weiß, dann kümmern sich die Wachen um mich. Falsch, dann beerdigen wir dich. Wir haben uns also verstanden, dann ab mit dir. Was ist denn mit der Führung? Aber natürlich, die Führung. Der Boss hat genug davon, dass ihm die Neuankömmlinge ein Loch in den Bauch fragen. Lass dir also von Striker das vorzeigen, klar? Mann, ich dachte, ich wäre ja noch richtig auf der Brücke. Ich habe nur mit einem halben Ohr zugehört, was Garda dir erzählt hat. Aber du willst sicher wissen, wo es hier was zu fressen gibt. Das und mehr kann ich dir unterwegs erklären. Gibt sicher ein paar Sachen, die du noch nicht weißt. Ich möchte vor allem Fox kennenlernen. Ich will endlich Krücken als Begleiter haben. Okay. Sag einfach Bescheid, wenn du soweit bist. Führe mich durchs Lager. Ich wollte mir sowieso ein bisschen die Beine vertreten. Na dann, komm mal mit. Hinterm Eingang des Forts kommen wir direkt ins Wohngebiet. Viele der einfachen Arbeiter wohnen hier. Von den reichen Schnöseln wirst du hier unten niemanden finden. Die wohnen alle im oberen Viertel. Aber wo das ist, zeige ich dir später. Auch wenn sie dich nicht reinlassen werden. Hat er mir als Tutorial gezeigt, wie man sprintet. Wenn du also was zu fressen brauchst und nur wenig Splitter hast, ist er der Richtige. Willst du dir schnell was holen, bevor wir weitergehen? Nein, lass uns weitergehen. Na dann. Wir müssen nur über die Brücke, dann sind wir im Händlerviertel. Im Gegensatz zu Skinny wollen manche von denen echten Haufen Splitter für ihr Zeug. Kann ich mir vorstellen. Dann auch Händler von anderen Fraktionen vorbei. Lass dich von denen nicht über den Tisch ziehen. Garda würde sie am liebsten alle rausschmeißen. Mir ist das egal. Sollen sie doch handeln. Willst du dich bei den Händlern etwas umsehen, bevor wir weitergehen? Ja. Ja, ich bin gleich zurück. Gut, ich wollte eh gerade eine rauchen. Ivan. Ah, Kundschaft. Sieh dir nur in Ruhe meine Waren an, du wirst es nicht bereuen. Bei mir wird jeder fündig. Du willst doch etwas kaufen, oder nicht? Ich schaue mich mal um. Was hast du denn anzubieten? Alles, was du dir vorstellen kannst. So reichhaltig sieht dein Angebot aber nicht aus. Ach, verdammt, wem mache ich etwas vor? Das Geschäft läuft schlecht. Es finden sich kaum noch Abnehmer. Wäre somit ein feiner Zug von dir, wenn du das ein oder andere bei mir kaufst. Hm? Ich hab schon wieder so eine Folge im Kopf, wie immer der Dirt liegt. Bitte, kaufen Sie etwas ein. Ein Apfel. Oh, eine Kiste. 200 Gold. Ding. Und dann am Ende. Ich hätte doch gerne einen Apfel. Ah, ein Morkorn. Das hat mich schon gewundert, warum er anders aussieht. Was macht ein Morkorn unter Berserkern?
handeln. Mit bescheidenem Erfolg. Ausgerechnet hier? Ich brauche die Splitter, um meine Familie zu versorgen. Aber das ist eine lange Geschichte, die ich lieber für mich behalte. Schließlich kennen wir uns kaum. Lass uns handeln. Meine Gebete wurden erhört. Sieh dir nur alles in Ruhe an. Resistentgift. Gasmaske. Damit könnten wir in die Mine. Was wir alles hier schon haben, ey. Alles verkaufen. Leder, Trophäe. Hat's einen Notizen, behalte ich mal. So, 459 Lust da gemacht. So, wir können weiter. Ich bin soweit. Lass uns weiter. Alles klar. Eins solltest du noch wissen. Hier gibt's auch den Reisenden Schläfer. Ein Hotel für die Händler. Wenn du also mal eine gute Mütze Schlaf brauchst, findest du die auch hier. Gut zu wissen. Also dann, lass uns weiter. Links von uns ist der Mana-Schrein. Hier machen die echten Berserker irgendwas mit Elex und Magie und so einem Zeug. Damit habe ich nichts zu tun. Zu meinem Schrein kommen wir gleich. Chloes Bierschrein. Das. Und das Wohlfühloase. Heiligsten aller Orte. Der Bar. Chloe ist die Einzige, die bei der Übernahme der Berserker ihren Posten behalten durfte. Ah ja, die kenne ich auch noch. Sie hat damals den Laden geleitet, als hier alles noch Wüste war. Und tut es noch immer. Die Chloe. Ich gehe mal rein und sehe mich um. Kein Problem, ich warte hier auf dich. Vergiss mein Bier nicht. Wer das behauptet hat, doch. Du kommst hier nicht rein. Was? Und warum? Du siehst scheiße aus. Und wer scheiße aussieht, macht nur Ärger in der Kneipe. Was hat ein Typ wie du überhaupt hier zu suchen? Ich sorge gleich dafür, dass du gleich scheiße aussiehst. Scheint's nicht der hellste zu sein, oder? Hä? Hell? Wieso sollte ich hell sein? Verstehe ich nicht. Na, ist auch egal. Ich mag dein Gesicht nicht. Also bleibst du draußen. Deutlicher sage ich das nicht. Sag mal, hast du sie noch alle? Hab ich das gerade richtig gehört? Lässt du hier jemanden nicht rein, weil dir sein Gesicht nicht gefällt? Du lässt den Mann gefälligst durch. Ich hab dich eingestellt, um Betrunkene rauszuschmeißen, nicht um zahlende Kunden fernzuhalten. Hör genau auf sie. Nicht aber. Verdammte Scheiße. Denk einfach nicht drüber nach.
Traum. Was sind eigentlich die neuen Preise für ein großes Bier? Kannst gleich was zu trinken kriegen. Ich hab ja noch ein Hühnchen zu rupfen. Richtig. Seit mehreren Jahren. Wie kann es sein, dass du die Preise immer noch nicht auswendig kennst? Du kannst den Leuten nicht jedes Mal ein Bier für einen anderen Preis verkaufen. Bier gibt es nur in einer Größe und die kostet immer gleich viel. Schreib dir das mal hinter die Ohren. Scheiße. Bist du sicher? Und sei höflich zu den Leuten. Das ist... Ich weiß wirklich nicht, warum ich überhaupt Mitarbeiter angestellt habe. Man muss sowieso alles selbst machen, wenn man will, dass es richtig gemacht wird. Und jetzt tauchst du auch noch auf, als wäre mein Tag nicht schon beschissen genug. Was willst du, Jax? Ach, sie erinnert sich. Du hast mich also nicht vergessen. Wie könnte ich? Du hast das vor damals ziemlich auf den Kopf gestellt. Dann erzähl mal, wie kann ich... Ja, auf den Kopf gestellt würde ich jetzt mal nicht sagen. Ich bin durchgewascht. Ich will was trinken. Du kannst mir doch sicher etwas beibringen. Ich dir? Hast du etwa die letzten Jahre genutzt, um dich um den Verstand zu saufen? Kannst du oder kannst du nicht? Na schön, viel ist das nicht, was ich weiß, aber vielleicht hilft's ja. Du entscheidest, wann wir damit beginnen sollen. Ich will von dir lernen. Ich will von dir lernen. Bringen wir es hinter uns. Persönlichkeit. Pölscher. Oh, da brauchen wir noch 5 Intelligenz und 19 Gerissenheit. Dann, dadurch, dass die Lehrer, die bei, Mann! Dass das Lernen noch billiger ist. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Zusätzliche Attributspunkte. Das ist auch nicht schlecht. Mehr Erfahrung. Teile weniger Verbrechen. Du kannst dich einschmeicheln. Mehr bei Gerissenheit brauchen wir. Stufe 1 5%, Stufe 2 10%. Schlecht gelaunt? Nein, ich bin die Freude selbst. Ich will was trinken. Dann geh zu meinem Barkeeper. Dafür ist er da. Hör mal. Nichts gegen dich, aber ich hab jetzt echt keinen Bock zu quatschen. Wenn du nichts Wichtiges willst, geh was trinken oder so. Wir gehen ja schon, aber versprich mir, dass du dir von Fenris noch einen Kellner zuteilen lässt. Ist ja nicht mit anzusehen, dass du dich immer so stressen musst. Ja, ist ja gut, Kaya. Ich mache es, sobald ich die Zeit dazu hab, okay? Damit kann ich leben. Wie kann das sein? Wenn man den Gerüchten glauben kann, sind Barfights. Geht es dir also? So, Striker, wir können weiter. Ist das hier die Kneipe, wo Fox ist? Sowas aber auch. Denk einfach nicht drüber nach. Wie kann das sein? Na, wir gehen jetzt weiter. Na gut, Chloe ist markiert. Kann's weitergehen? Und? Hast du mir ein Bier mitgebracht? Klar, hier. Hatte ich noch in der Tasche. Sehr schön. Meine Oma sagte schon immer, mit Bier macht man sich Freunde. Lass uns weiter, wir sind gleich durch. Triker wird sich das merken. Wir müssen nur noch einmal am Mana-Schrein vorbei und über die Brücke. Dann sind wir auch schon im letzten öffentlich zugänglichen Viertel. Über die Heiler kann ich dir gar nicht viel sagen. Das sind Alche... Misten. Mit Mist. Die braunen Tränke und sowas. Der Scheiß ist mir zu hoch. Quatsch mit den Typen hier, wenn's dich interessiert. Die haben in Goliath gelernt. Sind echt Meister ihres Fachs. Sehr gut.
Alles, was ich weiß, ist, die machen verdammt gute Heiltränke. Könnte wetten, dass diese Jungs hier auch für das Zeug in der Bar verantwortlich sind. Die Tour ist fast zu Ende. Lass uns weitergehen. Alles klar. Tja, da vorne kommt gleich der Zugang ins obere Viertel. Da dürfen nur die reichen Säcke hin. Außerdem hat Red dort das Sagen. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass sie diesen Penner zum Chef gemacht haben. Tja. Da sind wir. Er war schon immer gerissen. Wenn du keine Erlaubnis hast, um ins obere Viertel zu gehen, solltest du mit Fenris sprechen. Nur mit seinem Okay darfst du dort rein. Oder wenn Red persönlich dich einbestellt. Ansonsten hast du jetzt fast das gesamte Fort kennengelernt. Hast du noch Fragen? Wo finde ich Fenris? Wo finde ich Fenris? Da brauchst du nicht lang suchen. Wir stehen direkt vor seinem Haus. Falls du dich uns anschließen möchtest, musst du mit ihm reden. Ach, halt mal, eine Sache noch. Ich vergesse das jedes Mal. Ich bekomme noch ein paar Splitter von dir. Für die Tour. Kein Problem. Danke dir. Bist eine ehrliche Haut. Ach, Kaya, gefällt das. Du hast mir ein Bier ausgegeben. Weißt du was? Scheiß drauf. Hier hast du... Yay! Ein Bier unter Freunden ist mehr... Ist mehr wert als ein paar mickrige Splitter. Bitte verschon mich mit deiner Oma. Ganz genau. Wie dem auch sei, ich bin mal wieder auf meinem Posten. Man sieht sich. Nicht schlecht. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass dieses Outlaw-verseuchte Wüstenkaff mal so aussieht? Die Outlaws sollten uns dankbar sein, dass wir uns so um ihre Wüste gekümmert haben. Vor 6 Jahren dachte man, das bleibt so. Hier bist du ja schon.